unserer heutigen Fraktionssitzung hatten wir drei Schwerpunktthemen. Einmal innere Sicherheit, da gibt es Anträge zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs, Diebstahls. Zweitens Bildung, einen Masterplan Grundschule. Und das dritte Thema, das auch die Wirtschaft betrifft, der Umgang mit dem Bundesverkehrswegeplan 2030. Der Schwerpunkt war aber heute die Wirtschaftspolitik. Sie wissen, dass wir nach der Mitteilung, dass Nordrhein-Westfalen 16. von 16 deutschen Bundesländern ist, untersuchen wollten, was ist globale Krise, die es aber in allen deutschen Ländern gibt, also die BRIC-Staaten oder irgendwas anderes betrifft ja jedes Land. Was ist unsere nordrhein-westfälische Besonderheit? Und deshalb hatten wir einen Gipfel eingeladen für den 9. Juni mit den Spitzen der nordrhein-westfälischen Wirtschaft. Der Präsident der Industrie- und Handelskammer Nordrhein-Westfalen hat daran teilgenommen, der Präsident von Metall NRW, der morgen Präsident von Unternehmer NRW wird, der Präsident des Verbands der chemischen Industrie, der Präsident des nordrhein-westfälischen Handwerks und Spitzenvertreter der Elektrostahl-, Bauindustrie, Telekommunikation und Industrie 4.0 waren hier mit uns zusammen. Wir haben die Ideen angehört, haben unsere Überlegungen den Unternehmen vorgelegt und haben das in ein Papier münden lassen, das die Fraktion eben beschlossen hat, das auf vielen, vielen Seiten die Zukunftsagenda in der Wirtschaftspolitik für Nordrhein-Westfalen benennt. Und unsere Sorge ist, wenn jetzt nichts passiert, entwickelt sich der Teufelskreis immer weiter. Sie haben heute die Zahlen gehört der Studie der Bertelsmann Stiftung und der Uni Leipzig. Da ist jetzt die Infrastruktur pro Kopf für die Kommunen gerechnet. Und wenn Sie wieder raten, Nordrhein-Westfalen 16. von 16. Wenn die Steuer- und Wirtschaftskraft schlechter ist, schlägt das in die Kommunen durch und die investieren wieder weniger und damit geht der Teufelskreis weiter. Und diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ist die Aufgabe, die wir auch, wie schon beim letzten Mal, parteiübergreifend anbieten, wo aber bisher keine Antwort da war. Die Kernpunkte des heute beschlossenen Planes sind: Investitionsbremsen lösen und den Vorwärtsgang einlegen. Das eine ist, wir müssen weg von der Kultur des Misstrauens, die wir hier haben, möglichst viele Vorschriften, weil wir den Unternehmen misstrauen. Wir müssen den Bürokratieabbau zum Schwerpunktthema machen. Wir müssen die Landesplanung neu einrichten. Wir haben das Mobilitätsthema, wir haben das Breitbandthema, das Herr Remmel und Herr Staatssekretär Becker leichtfertig aufgegeben haben. Das Versprechen der Ministerpräsidentin muss weiter gelten, 100% Breitbandausbau und vor allem bei den Unternehmen, die zu 90% noch nicht angeschlossen sind. Und lassen Sie mich eine letzte Bemerkung machen zu dem, was uns heute auch bewegt hat. Das ist die Frage des Brexit, des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union. Die Bemerkung des Wirtschaftsministers, dies würde Nordrhein-Westfalen voraussichtlich nicht gefährden, ist falsch, ist leichtfertig und zeugt von einer gewissen Lustlosigkeit im Amt. Denn die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Nordrhein-Westfälische Wirtschaft exportierte 2015 Waren im Werte von 14 Milliarden Euro in das Vereinigte Königreich. Am gesamten Handelsvolumen Nordrhein-Westfalen hat Nordrhein-Westfalen einen Anteil von 10%, 23 Milliarden Euro. Allein in den Kammerbezirken Dortmund und Arnsberg unterhalten mindestens 440 Unternehmen Geschäftsbeziehungen zu Großbritannien, und RWE und E.ON beschäftigen jeweils rund 10.000 Mitarbeiter in Großbritannien. Wenn man ein Bundesland ist, was auf Platz 1 der deutschen Länder steht, kann man sagen, das ist für uns nicht relevant, was in Großbritannien passiert. Aber selbst der bayerische Ministerpräsident hat für Bayern beschrieben, am Wochenende bei der Präsidiumstagung, welche Sorge sie sich um die Lage in Großbritannien machen. Aber wenn Nordrhein-Westfalen dann sagt, das interessiert uns alles nicht, ist nicht wichtig, ist das die falsche Herangehensweise. Deshalb erwarten wir von der Ministerpräsidentin, dass sie zu dieser wichtigen Frage in dem nächsten Plenum eine Regierungserklärung abgibt mit allen Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen und wie wir uns darauf vorbereiten. Ja, so viel vielleicht zur Fraktionssitzung. Ich würde jetzt beginnen mit Herrn Kersting
und danach vielleicht noch einige Daten von Ihnen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns heute hier auf Einladung der CDU-Fraktion in Düsseldorf getroffen, um unsere Positionen auszutauschen, wie denn eine zukünftige Landesregierung aus unserer Sicht, aus Sicht der Wirtschaft, aus Sicht der 16 Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen, denn Wirtschaftspolitik betreiben muss, um endlich herauszukommen aus dieser Defensivhaltung, die wir alle spüren, nämlich, dass wir leider das letzte, das 16 schlechteste Bundesland sind. Und damit muss es aufhören, weil, das ist mir ganz wichtig auch an dieser Stelle zu sagen, Nordrhein-Westfalen ist kein schlechter Wirtschaftsstandort. Überhaupt nicht. Nur wir müssen mehr aus unseren Möglichkeiten machen. Und neben den Themen Brexit und den ganz aktuellen Wirtschaftsthemen habe ich auch heute der im Namen unserer 16 Industrie- und Handelskammern ein 6-Punkte-Plan, unsere strategischen Leitlinien der CDU vorgestellt, der CDU-Fraktion vorgestellt. Ich möchte das hier gar nicht jetzt in allen Punkten ausführen, aber es gibt für uns ganz elementar wichtige Dinge. Wir brauchen mehr Luft für den Mittelstand. Wir müssen aufhören mit dem Misstrauen gegenüber dem Unternehmen hin zu einer Vertrauenskultur für und zu den Unternehmen. Wir brauchen auch ein Stück weit mehr Mut, uns wieder mit den Besten zu messen in Deutschland. Nur wer Ziele hat, sich mit den Besten zu messen, der kann auch gut werden und kann dann auch Maßnahmen aufsetzen, wie das gehen kann. Dazu gehört auch eine echte Infrastrukturoffensive. Dazu gehört übrigens nicht nur Straße, Schiene, Luft, sondern auch das uns alle bewegende Thema der Digitalisierung, ganz wichtiges Thema. Und wir dürfen nicht nur darüber reden, wie wir die Haushalte in Nordrhein-Westfalen denn anschließen wollen, um dementsprechend auch schnell mit dem Internet arbeiten zu können, sondern uns als Wirtschaft sind natürlich in ganz besonderem Maße die Gewerbegebiete wichtig, mit denen auch oder in denen unsere Unternehmen sitzen und wir hier dafür sorgen müssen, dass wir da auch zukunftsfähig sein können. Das reflektiert ja insbesondere das Thema Industrie 4.0. Dr. Breidenbach. Ja, wir haben uns, wie eben schon Laschet am Anfang schon dargestellt, in einer Studie die Entwicklung insbesondere der Industrie angeschaut. Und zwar war ja der große Aufschrei quasi Nullwachstum für 2015, Platz 16 von 16. Ziel der Studie damals war es, daraus zu stellen, ist die Industrie genauso betroffen von dieser Entwicklung? Kurzum dazu, ja, ist sie, sogar insbesondere ist die Industrie von dieser Entwicklung betroffen gewesen. Und vor allem ist es auch eine Entwicklung gewesen, die nicht zufällig einmal im Jahr, ein Jahr war, das schlecht dasteht, sondern NRW ist da in einem längeren Trend über mehrere Jahre nach der Krise in eine schlechtere Entwicklung hereingelaufen, die eben nur in dieser Zahl gemündet ist. Wir haben uns jetzt im Nachgang vor allem nochmal angeguckt, was Gründe für diese oder was Erklärungsmuster waren, die dargestellt wurden und inwiefern sich das in Zahlen wiederfindet. Ein Erklärungsmuster, die Entwicklung ist eine Folge des Strukturwandels. Das natürlich ist die Vergangenheit einer Region immer auch ein Stück weit eine Grundstein für die Zukunft einer Region. Wenn man sich allerdings über die lange Frist die Entwicklung von NRW anschaut, sieht man relativ deutlich, dass in den 2000er Jahren eigentlich dieser Rückstand, das Wachstumsdefizit im Vergleich zum Bund, schon überwunden war. Und es ist somit eigentlich keine hinreichende Erklärung, dass jetzt im Nachgang nach der Krise plötzlich der Strukturwandel wieder so zuschlagen würde, sodass wir das als Grund nicht wirklich sehen. Weiterer Grund, der genannt wurde schon mal in der Debatte, der Branchenmix, haben wir in NRW möglicherweise einfach solche Branchen, die weltwirtschaftlich besonders schlecht laufen, die besonders kriseln. Da sagen wir, wir haben da Zahlen simuliert, wenn die Branchen in NRW genauso gewachsen wären wie vergleichbare Branchen im Bundesdurchschnitt, dann stünde NRW heute besser da. Das heißt, dieser Branchenmix, der als Erklärung genannt wird schon mal, der passt eigentlich nicht in die Erklärung. Das sehen wir nicht. Schlussendlich, dritter Erklärungspunkt,
sind die Indikatoren des Wachstumspotenzials. Da eben die allgemein gängigen Sachinvestitionen, Bildungsinvestitionen, Forschung und Entwicklung, Investitionen da rein. Da haben wir bereits auch schon damals in der Studie gesehen und gesagt, da steht NRW relativ weit durch die Bank eigentlich schlecht da im Bundesländervergleich. Natürlich ist es nicht so, dass wenn ich jetzt mehr in Sachkapital investiere, dass ich dann einen Garant für eine bessere Entwicklung habe. Aber zumindest ist es die notwendige Voraussetzung, die man dabei einzugehen hat. Was kann das Land tun, um diese Indikatoren zu stärken? Nur auf einen Teil der Indikatoren, sei es die öffentlichen Ausgaben, wie eben schon angebracht Infrastruktur, da hat das Land direkten Einfluss auf potenzielle Zahlen, auch auf die Vorgehensweise. Bei der Bildung sicherlich hat das Land direkte Einflussmöglichkeiten, mehr Geld in die Bildung zu stecken. Bei vielen Dingen, die privaten Investitionen, die privaten Forschung- und Entwicklungsausgaben, kann das Land im Prinzip nur indirekt wirken, indem es die Rahmenbedingungen verbessert. Andererseits glaube ich, dass das der größte Hebel ist, den das Land hat. Diese Rahmenbedingungen, sei es aktuelle Diskussionen, zeigen das ja immer wieder und auch die Wirtschaftsvertreter äußern sich ja breit dazu, Landesentwicklungsplan, Klimaschutzplan, Hochschulzukunftsgesetz, all die Rahmenbedingungen, die eben für den Unternehmer im Einzelnen Entscheidungsgrundlage sind, investiere ich an diesem Standort, forsche ich an diesem Standort oder woanders und wo wir sehen würden, wo in NRW die Rahmenbedingungen zumindest kein zurzeit nicht das bestmögliche investitionsfreundliche Klima darstellen. Soweit sind unsere Ausführungen dazu gewesen in der Studie.